Unsere Europameisterschaft nimmt so langsam Formen an, denn wir haben bereits den ersten Qualifikanten und sagen noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch an die Three Lions. Das, was sie in Wirklichkeit nicht geschafft haben, holen sie jetzt virtuell in unserer Rekonstruktion nach und qualifizieren sich für die UEFA Euro 2008. In der heutigen Konstellation, in der heutigen Gruppe, die wir beleuchten werden, ist das Ganze noch ein bisschen spannender. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich heiße herzlich willkommen zu UEFA Euro 2008 Qualifikation. Der 10. Spieltag und wir befinden uns in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens. Der Teilnehmer der Euro 2004 gegen die Türkei. Und das ist eine mordsmäßig interessante Konstellation in dieser Gruppe C. Die Türkei 3 Punkte hinter dem zweiten Lettland, die zeitgleich übrigens antreten müssen gegen, lass mich mal kurz gucken, gegen Belarus. Die Griechen haben spielfrei. Also ein Must-Win für beide Teams. Gerade dann, wenn Lettland aus welchem Grund auch immer gegen Belarus straucheln sollten, können sie sich auch wieder in die Qualifikationsstreiterei mit einklinken. Der amtierende Europameister Griechenland, der hat spielfrei. Ein Must-Win für die Türken, ein Must-Win für die Bulgaren. Also es ist angerichtet, liebe Fußballfreunde. Blicken wir runter nach Sofia zum Spiel in der Gruppe C zwischen Bulgarien und der Türkei. Die UEFA Euro 2004 sollte auch bisweilen das letzte Turnier sein, für das sich eine bulgarische Nationalmannschaft qualifizieren konnte. Den ganz, ganz großen Wurf, den hat man in den 90er Jahren gefeiert. Bei der WM 1994 in den USA ist man Vierter geworden. Unter anderem den amtierenden Weltmeister damals Deutschland rausgehauen, ehe man im Halbfinale an Italien scheiterte. Das ist jetzt eine andere Zeitrechnung. Quasi 12, 13 Jahre nach dem Erfolg in den USA. Der Talisman des bulgarischen Fußballs zu der Zeit ist ein Bekannter aus der Bundesliga. Dimitar Berbatov. Ehemals Bayer 04 Leverkusen. Die Bulgaren in den weißen Trikots, die Türkei, die wir ja schon einmal in diesem Format hier gesehen haben, ganz in Rot. Das war damals ein Spiel gegen den amtierenden Europameister Griechenland, was sie, ich meine, sogar verloren hatten. Noch nicht mal, es ist 1:1 ausgegangen. Griechenland auch der nächste Gegner für die Türkei. Da geht es dann einmal kurz rüber nach Athen zum in Anführungszeichen geliebten Nachbarn. Janko. Über die linke Seite ist Petrov, probiert es mit der Flanke. Es ist ein Dauerregen hier in der bulgarischen Landeshauptstadt. Es ist den ganzen Tag schon am Schütten. Das macht den Platz und die Bedingungen auf dem Feld nicht unbedingt besser. Eine gute Schussposition ist mal aus der Distanz zu probieren. So wird er aber durchaus
probieren können. Währenddessen die Türken hier in den ersten 7-8 Minuten bedacht, den Laden hinten dicht zu halten. Die Türken vor einigen Jahren auch so einen ähnlichen Coup gefeiert wie die Bulgaren 1994. Es geht um die WM 2002. Da ist man Dritter geworden. Serbien liegen große Hoffnungen auf die türkische Mannschaft, die sie ja auch 2008 wieder erfüllen konnten. Ne? Also man stand kurz davor, ins Endspiel einzuziehen. Wäre dann Philipp Lahm nicht gewesen. Da war die erste Chance für die Bulgaren, aber Rüştü im Tor der Türkei mit der ersten Parade blitzschnell unten. Der Routinier im Kasten der Mannschaft vom Imperator, von Fatih Terim. Nochmal zurück zum türkischen Fußball. Das gab ja Mitte der 2000er wirklich so eine Euphoriestimmung in der Türkei durch diesen dritten Platz bei der WM 2002. Allerdings hat das Ganze mit den fehlgeschlagenen Qualifikationen wieder so ein bisschen die Nüchternheit reingekommen. 2004 die Europameisterschaft in Portugal, konnte sich die Türkei nicht qualifizieren, und 2006, die Geschichten kennen wir ja alle noch, gegen die Schweiz. Dimitar Berbatov dann mal mit einer Chance. Die Ecke resultiert erstmal in einem Nichts. Der Mann für die Tore. Nihat Kavici. Mit dem Karriereende von Hakan Şükür. Er jetzt der Mann, der die wichtigen Tore für die Nationalmannschaft bringen soll. Den Top. Und vom Ball getrennt. Ja, nochmal zur Konstellation in der Gruppe. Ein Unentschieden würde beide Mannschaften nicht unbedingt weiterhelfen. Da wäre dann Lettland momentan auf dem zweiten Rang, der lachende Dritte im Bunde. Natürlich dann auch noch, wenn sie das Spiel gegen Belarus gewinnen sollten, werden sie vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Nihat mit der ersten richtig guten Offensivaktion der Türken hier nach etwas mehr als 20 Minuten, gibt eine Ecke. Flagge ist gut, aber da haben wir den Pfiff gehört. Es ist abseits gewesen. Klare Sache hier. Ohne Zweifel. Ball zwar im Tor, aber der Pfiff, der kam schnell. Quasi mit der Ballberührung kam der. Natürlich unhaltbar für ein Torwart, aber hey. Sollst du auch vielleicht nicht dort stehen, wo es dann zum Pfiff kommt. Türken haben das Stadion in ihrer Hand. Nihat. Auch er in einer defensiven Ausrichtung. Nein, das ist ein Freistoß, ganz klar. Aber das ist auch eine gute Position. Tuncev sieht gelb. Sich nicht beschweren. Das ist ein ganz klares Foul, klarer Freistoß.
Und das ist was für Nihat Kavici. Das weiß auch der Mann zwischen den Pfosten. Knappe 20 Meter Torentfernung. Nihat in die Mauer. Gute Arbeit der Positionierung. Ja, der hätte ein bisschen früher kommen müssen für Berbatov. Überlegter im Zweikampf. Dann ist da ein türkisches Bein zwischen. Also die defensive Ordnung, die stimmt auf Seiten der Gäste in Rot. In der Offensive hatten wir Nihat. Aus kurzer Distanz gegen den Torwart und dann der Freistoß, der in der Mauer stecken blieb. Ja! Mal schnell und direkt und kompromisslos gespielt. Er geht nur knapp über den Kasten. Berbatov im Strafraum liegt in quer. Gute Idee. Mittlerweile hat der Regen so ein wenig nachgelassen, aber der Platz ist immer noch sehr schwer. Das war mal eine gute Idee vom ehemaligen Leverkusener. Zu der Zeit schon müsste er im Dienste der Red Devils sein. Dienste von Manchester United. Wird es obendrauf geben. Und Sofia. Sein ausgeglichenes Spiel ist zwischen diesen beiden Nationen, zwischen den Bulgaren und der Türkei. Und jetzt hat der Schiedsrichter auch erst einmal genug gesehen für die ersten 45 Minuten. Hier in Sofia. Beide Mannschaften haben gute Chancen gehabt, in Führung zu gehen. Vielleicht fand ich die Türken nur so ein bisschen konsequenter vor dem Tor vielleicht. Also mehr Schüsse haben sie abgegeben, wenn wir uns die Statistik hier anschauen. Ballbesitz, kleines Plus für die Gäste. Aber im Endeffekt müssen wir schauen, was in der zweiten Hälfte passiert. Denn ich mag ganz gerne nur erinnern, dass die
dass ein Remis nicht wirklich beiden Mannschaften hilft. Die beste Ausgangslage hat tatsächlich immer noch die Türkei in dieser Dramatik in der Gruppe C, wo theoretisch in einem Sieg von Belarus über Lettland die Weißrussen tatsächlich noch ein Wörtchen mitzureden haben könnten. Und für Lettland wäre die zweite Teilnahme nach 2004 ein immenser Erfolg. Medaurelio versucht da den Stürmer mit einzubinden mit einem kurzen Pass in den 16-Meter-Raum, dieser aber abgefangen von einem bulgarischen Verteidiger. Ja, Fatih Terim, eine holprige Qualifahrt, die er bisher bestritten hat. 3 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Ist erst relativ spät auf die Siegerpiste abgebogen. Die paar Unentschieden zu viel, die wirken noch nach. Die wirken tatsächlich noch nach. Und im Endeffekt könnte das dann der ausschlaggebende Punkt auch sein, warum es dann vielleicht nicht reichen könnte. Gegenüber die Letten, gegenüber den Griechen. Ja, Solo Neha hat Platz an den Pfosten. Riesenchance für die Türkei, den Schritt zu gehen in Richtung 3 Punkte. Und das erweckt auch wieder die mitgereisten Fans. Wenn es jetzt hier einen Freistoß gibt für die Bulgaren, Dimitar Berbatov aus der Entfernung. Ich meine, nicht unmachbar, ne? 30 Meter? Ja, den hat er völlig falsch angesetzt. Bevor er zu Manchester United wechselte, ist er erstmal bei den Spurs gewesen, Dimitar Berbatov. 5 Jahre in Leverkusen, dann 2 Jahre in Tottenham bei den Spurs und dann zu Manchester United, wo auch unter anderem die Club-WM gewinnen konnte. 3-mal im Finale gestanden und jetzt ist es nicht Berbatov, es ist Jankov, der Bulgarien hier in Führung bringt. Während ich hier kurz das Resümee anreißen wollte, 2-maliger englischer Meister. Und dann ist es eben Berbatov, der den Ball zu Jankov durchsteckt. Und das ist die Führung für Bulgarien. Nach einer guten Stunde ist das Eis dann doch gebrochen. Und das setzt frei. Nächster Freistoß für Bulgarien. Diesmal ein bisschen zentral, ein bisschen näher. Rüştü musste eingreifen.
folgt ein weiterer Eckball, diesmal kurz ausgeführt. Nichts war. Ball wieder zurück. Ja, das ist also so ein bisschen ein Hin und Her da im Mittelfeld. Viele schnelle Ballverluste auf beiden Seiten. Setzt bei der Türkei schon so ein bisschen der Panikmodus ein. Karadeniz, Gökdeniz Karadeniz. Ich weiß nicht, welche Silbe ich betonen soll bei manchen Namen. Und Altintop, immer noch Altintop, der Ball ist nicht schlecht und da ist der Ausgleich! Der hat genug Zug gehabt, dass er den Weg zu Emre Belözoğlu findet und dann ist es das 1:1. Nicht nachgegeben. Einfach mal den Ball quer durch den Strafraum. Am 5-Meter-Raum vorbei gekloppt. In der Hoffnung, dass da ein Abnehmer gefunden wird. Und dann macht Emre Belözoğlu alles richtig. Indem er den Ball in die lange Ecke zirkelt. Torwart konzentriert sich auf die kurze Ecke. Aber den Torwart, auch wenn Emre hier alles richtig gemacht hat, sollte man trotzdem aus der Totalen, konnte man schön sehen, den hättest du auch haben können. Den hättest du auch haben können. Aufgelaufen, etwas weniger als 20 Minuten zu spielen. Exklusive Nachspielzeit. Also für der Unparteiische da noch zusätzlich drauf geben würde. Es ist eine faire Begegnung bisher gewesen. Nur eine gelbe Karte. Diese gegen Tuncev. Richtig, oh Gott. Dann gibt es Miscommunication da mit den Vorderleuten. Und ein Geschenk für Türkei in Form eines Eckballs. Kurz ausgeführt. Emre, lassen ihn aus. Gibt direkt die nächste. Wieder kurz ausgeführt. Jetzt hat Ivankov ihn sicher. Und mit Altintop übrigens ausgewechselt worden. Außer Distanz. Für Hamid Altintop, Tümer Metin drauf. Dann von Fenerbahçe.
vorbei, aber am zweiten dann nicht. Hier hat Kavecci. Kloppt, püllt den erstmal raus aus dem Gefahrenbereich, um sich neu zu sortieren. Ich weiß nicht, ob man da unten denen gesagt hat, aber ein Unentschieden würde beiden Mannschaften nicht unbedingt helfen. Wer will's mehr? Metin. Ja, jetzt ist er quasi alleine vor Ivankov. Das kann er besser. Überlegt er zum Abschluss kommen. Dann hat er aufgelaufen gegen zwei. Ja, komplett verzogen. Ein Einwurf für die Türkei. Immer im Zentrum. Jetzt kommen zwei in den Strafraum eingelaufen. Drei Minuten. Drei Minuten gibt es obendrauf. Hier in einer ausgeglichenen Partie. Die Kollegen auf dem Platz mehr wissen als ich bezüglich des Zwischenstandes in Riga. Das haben wir hier gar nicht eingeblendet gekriegt. Ja, wir werden es ja gleich sehen, ob dieses Unentschieden zum Backfire wird für beide Mannschaften. Mehmet Aurelio. Karan. Und jetzt ist Ende. Kein Sieger zwischen diesen beiden Mannschaften. Kein Sieger in einem Spiel, der ein Sieger bitter nötig gehabt hätte. Die Bulgaren trennen sich von der Türkei 1:1. Und je nach Situationslage in Riga beim Spiel zwischen Lettland und Belarus ist das für beide Mannschaften nicht das Ergebnis. Das wissen sie beide. Tuncev wurde übrigens ausgewechselt. Deswegen haben wir ihn gar nicht mehr auf dem Feld gesehen. Ja. Die Türken vielleicht, wenn man so auf die Statistiken schaut, hätten den Sieg laut dem Blatt Papier mehr verdient gehabt. Jedoch von den Phasen des Spiels ist dieses Unentschieden durchaus verdient und es geht auch in Ordnung. Dann einmal auf den weiteren Spieltag geschaut und in die Gruppe A. Die Spanier, die kristallisieren sich so langsam aber sicher heraus als die treibende Kraft in der Gruppe A, und auch die Qualifikation steht eigentlich nichts mehr großartig im Weg. 7 Punkte vor dem Drittplatzierten und dieses 4:0 in Belgien spricht Bände. Die Niederlande gewinnt 3:0 gegen Liechtenstein. Nordirland besiegt Luxemburg 2:0. Und die Waliser bleiben im Gleichschritt mit den Nordiren und den Niederlanden, besiegen die Russen mit 3:1. Ab in die Gruppe B. Israel scheitert an Aserbaidschan, die ihren ersten Sieg in dieser Europameisterschaftsqualifikation feiern mit 1:0 in Tel Aviv. Die DFB-Auswahl besiegt Ungarn in einem Must-Win-Game mit 2:1. Und die Schweden besiegen die Ukraine mit 2:1. Das bedeutet, neben England hat sich nun auch Schweden für die UEFA Euro 2008 Rekonstruktion qualifiziert. Also 4 von 16 Tickets sind vergeben. Und die deutsche Mannschaft kann im theoretisch schon, wenn alles soweit für sie spielt, sagen wir, Mazedonien besiegt Aserbaidschan. Na, noch niemals. Aserbaidschan besiegt Mazedonien, dort trotzdem einen Punkt ab. Und die Ungarn straucheln gegen Schweden. Ist nächste Woche auch die DFB-Auswahl für die Europameisterschaft qualifiziert. So, unsere Gruppe, Gruppe C, die wir heute beleuchtet haben mit dem Live-Spiel zwischen der Bulgarien
und der Türkei, was 1-1 aus gegen Lettland, gewinnt 2-0 gegen Belarus und setzt sich vorübergehend an die Spitzenposition. Fest in der Gruppe C mit 18 Zählern und ein Spiel mehr. Die Griechen, ein Zähler weniger, aber auch ein Spiel weniger. Estland und Kasachstan trennen sich dann auch noch 1-1 zum Abschluss dieser Gruppenphase und dieser Gruppenstaffelung in der C. Die Gruppe D und die erste Niederlage für die Three Lions, nachdem sie sich qualifiziert haben, haben sie wohl 2-3 Gänge zurückgeschalten. Ja, letzten Endes Albanien, die sich freuen, die England 2-1 besiegen können und sich ein Polster gegenüber Dänemark und Polen verschaffen können. Die Polen mit einem 1-1 gegen Slowenien, Dänemark mit einem Sieg gegen Andorra. Wird wahrscheinlich nicht gut ankommen. Weder in Kopenhagen noch in Warschau. Letzteres wird es natürlich interessant werden, da wir ja im nächsten Part hingehen werden. Zum Spiel zwischen Polen und England. Die Gruppe E und San Marino. Mit einem Sieg gegenüber Litauen. San Marino. Mit 3 Punkten. Mittlerweile bei 6 Zählern in der Gruppe E. Zypern und Schottland trennen sich 0-0 und Rumänien macht kurzen Prozess mit Norwegen, ein 3-1 dort. In der Gruppe F hat alles gepasst für die Squadra Azzurra, nicht nur ihr Spiel gegen die Slowakei, was sie mit 2-0 gewinnen konnten, sondern auch auf den beiden anderen Plätzen die Remis. Zwischen den Färöerinseln und Bosnien steht es 2-2 ausgegangen und Finnland trennt sich gegen Georgien torlos. Zudem auch die Italiener, 7 Punkte vor den Slowaken und man hat die Spitzenposition zumindest jetzt noch inne. Und in der Gruppe G wird es ganz wild. Kroatien besiegen die Tschechei mit 2-0. Island fügt den Iren eine empfindliche 0-2 Niederlage zu. Und Armenien gewinnt in Belgrad gegen Serbien mit 1-0. Einmal auf die Tabelle geschaut und ihr seht ganz rechts die Gruppe G. 16, 14, 14, 14, 11. Das wird noch eine interessante Schlussphase in der UEFA Euro 2008 Qualifikation. Das Teilnehmerfeld füllt sich so langsam. Die Österreich und die Schweiz. Die Österreicher und die Schweiz als Gastgeber automatisch qualifiziert. England hatte ihr Ticket letzte Woche lösen können, beziehungsweise im letzten Part. Und die Schweden machen es heute klar. Apropos Three Lions, wir sind in Warschau für das nächste Spiel zwischen Polen und England. Und das ist auch ein Must-Win für die Polen, um die erste Europameisterschaftsteilnahme überhaupt noch irgendwie am Leben erhalten zu können. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich sag tschüss, see you around like a donut und bis zum nächsten Mal zur UEFA Euro 2008 Qualifikation. Bis dahin.